Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode. Ne, ich habe jetzt fünften. Zur fünften Folge der fünften Episode von Life is Strange 2. Letzte Folge. Oh, wir haben rausgefunden, David ist dieser wife. David. He's changed so much since this. And not for the best. Und wir wissen jetzt, dass in diesem Universum Chloe auf jeden Fall gestorben ist. Wo ich mich immer noch frage, das ist was ich unbedingt, wenn ich das Spiel durch habe, muss ich das erstes mal gucken. Wenn Chloe am Ende überlebt hat im letzten Spiel, praktisch je nachdem, was sie für eine Entscheidung getroffen hat, wenn man sie entschieden hat, Chloe leben zu lassen. Was ist dann hier jetzt? Das würde mich interessieren. Oder hat es überhaupt einen Einfluss? Das ist, was ich mich gerade frage. Ah, das ist krank. Okay, gut. So, wir machen weiter. Polizeifunkgerät. Aua. Ich wundere, wo David got this police scanner. Tja, wir wissen ja schon so ein bisschen mehr über den David als der Sean. Von daher wissen wir auch all solche Sachen. Ne? Okay. How does this thing work? Ja, erstmal müssen wir es einschalten. Okay. Only got to search between 140 and 160. So, gehen wir mal auf von. Achso, ich kann nur dazwischen. Okay. Gut, dann gucken wir mal. It would be weird. No. Okay. Nein. Definitely not. Nein. Hier war noch irgendwas? Wait. Is this it? Sam's? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You big rebel. Okay. Na, das ging ja relativ leicht. So, wir haben das. Und die Tür ist freigeschalten. Verlassen wir mal das ganze Ding hier. Klonk. Die Karte wäre vielleicht nicht schlecht mitzunehmen. Oder wenigstens mal zu gucken, wo wir hin müssen. Wir sind wo? And your mom's car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. I think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Er hat ein Tattoo mit In Memory of. Ich frag mich, an wen. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Are you talking about your stepdaughter? Yeah. Some rich fucking kid shot her at school, where I was supposed to protect her.
Me and her hated each other on sight. Ganz kurz. Im Hintergrund spielt Musik aus Life is Strange 1, wenn ich es richtig mitbekomme. Nur so kurz nebenbei. But once I lost her, everything became clear. How selfish and stupid I'd been. I should have listened to Chloe. Instead of being a bully. All of my fuck-ups are crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, but you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. Das ist keine extreme Entscheidung gerade irgendwie, aber okay. Ich werde wahrscheinlich das nehmen. Ich finde das so schön im Hintergrund, die Musik. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Lied es genau war, aber das war, bin ich mir 100% sicher. Es erinnert mich so sehr an Life is Strange 1. Und Chloe ist also definitiv, ja, muss ja so sein, dass sie halt von Nathan erschossen wurde, weil Max die Zeit zurückgedreht hat. Ich frage mich, wie das andere gewesen wäre. Ich frage mich echt. Ich will das echt wissen. Ich schreibe mir das auch gleich auf, dass ich das Jahr nicht vergesse. Moment. So, ich schreibe mir das ganz kurz auf. Was, wenn Chloe nicht gestorben in Life is Strange? Okay. Ich sag jetzt, stell mich der Polizei. Ich habe keine Ahnung. Er will eigentlich kein neues Leben. Er will sein altes Leben zurück. Punkt. Eigentlich ist das ja das, was er will. In meinen Augen. Ich bin ja eh kein Fan von diesem ganzen Wegrennen gewesen. Ich kann verstehen, warum teilweise wegen dieser Ausgrenzung, was weiß ich nicht. Aber es reicht. Ah, oh, jetzt habe ich fast verscrollt und geklickt. Oh. Nicht blind auf die Maus wieder zurückfassen. Okay. Ich sage, wir stellen uns der Polizei. I don't know. I might turn myself in after I see what happens with Daniel. I know you want to settle down first, but keep your options open. Think about it. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So, I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Oh. Ich will da mithören. Lass mich lauschen. I'm good. Finally done setting up those solar panels. Wir müssen jetzt lauschen. Don't worry. I'm mostly working when the sun's going down. Entschuldige, es interessiert mich gerade. How about you? Oh, any news from the vet? Tierarzt, okay. That's a relief. Hope I can see that little boy next time I swing by Santa Rosa. Santa Rosa, okay.
Interessiert mich einfach gerade so ein bisschen, weil es eine Verbindung zu Life is Strange 1 ist und muss ich alles mitnehmen. Wegen Nathan nehme ich an. Wie gesagt, Entschuldigung, aber das, ihr seht ja am Bild, könnt ihr ansonsten skippen. Okay. Take care. Talk soon. Bye bye. Okay, gut. Das war das Gespräch. Jetzt wird er wahrscheinlich nur noch da sitzen und sich umgucken. Okay, gut. Dann können wir jetzt erstmal gehen. Aber das Gespräch war mir jetzt wichtig. Please don't let the cops come looking for us out here. Pickup. Away verlassen. Karen. Reden. Hey. Oh, wir gehen nochmal zu allen hin. Just checking out the levels and cleaning up the filters. I didn't know you were such a gearhead. Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to, out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Mm. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Wish he was here with us. It's bullshit that we get to see Puerto Lobos, but he doesn't. I know. But Esteban is still with you. And he always wanted you and Daniel to see where he came from. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running, of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. Dein Kopf, ich will nur, dass es vorbei ist. Nicht sicher, ob ich das kann. Na, sind wir ehrlich. Shitless. I'm not even sure I can do this. We're if we can start a new life. But I'm the only one that can take him to safety. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Better get back to my tune-up. All right. I'll make one last round before leaving. So ist richtig. Noch eine Runde, noch einmal alles angucken. Noch einmal mit allen quatschen, auch wenn es wahrscheinlich euch als Zuschauern nicht ganz so interessiert, aber come on. First. Huch. Hilfe, mit einmal. Hey. What's going on? Taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Ich bin mal ehrlich. Well, looks a bit off. Or something. I agree. Something's not right. I'll figure it out. Or give it up. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet.
Having you boys around was the sweetest thing. Sie mag das Wort sweet. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Yeah, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay, one big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey, is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. Joanne, David, Sean. Schön. I'll miss you so much. Latsch damit einmal von allein los. Das ist immer, wenn das in so eine Cutscene reingeht, während ich laufe. Kann ich jetzt eigentlich nach hier hinten? Konnte ich die ganze Zeit nicht... Nein, oh, verdammt. Ich hab mich so gefreut. Ich hab mich so gefreut. Okay. Gucken wir mal, wohin wir noch können. Ob ich hier hinter noch irgendwie ein bisschen weiter kann? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann gucken wir einfach mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Und ansonsten... Hey, guys. Ach, da. Natürlich, ich bin schon auf dem Weg, keine Sorge. Hi. Wish I could be as cool and as wise as these guys when I get older. Natürlich. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Yeah, but it's too risky, especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean, I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? Nie im Leben. Warum kann man nie im Leben? Also, wenn es ein nie im Leben gibt, dann muss es auch ein auf jeden Fall geben und nicht nur ein, wir werden es versuchen. Warum kann man nie im Leben? Okay. We'll try. I'm glad this place will be our last US memory. You and your little brother will always have friends here and a home. Okay, I'm done babbling. I just hate goodbyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We're gonna make it work. Shit, I'm gonna miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Na, das sind wirklich zwei herzensgute Menschen, die beiden da. Die sind alle so lieb. So, okay, das war das. David hat uns ja eigentlich schon Tschüss gesagt. Ich gehe trotzdem noch mal kurz hin. Ich muss jetzt mal kurz zuhören. Hat mich jetzt mal noch sehr... Was ist das? Life is a Journey? Bla bla bla, better stay home. Okay. So, kann ich noch irgendwas hier machen? Nur mal so? Ich wette nicht? Nein, kann ich nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir verlassen diesen Ort. Schweren Herzens. Aber was anderes haben wir nicht mehr zu tun jetzt. Und, also denke ich mal, hoffe ich mal. Ich gucke nochmal kurz. Haben noch irgendwas? Oh, wir haben noch Tagebucheinträge. Schatzsuche. Wann hat er Zeit gefunden, all das zu machen? Sonnenlicht zukünftiger Albträume.
Nee. Schön. 2.7. Sei die Kunst, begeh Verbrechen. Es war cool, eine Weile mit Joanne rumzuhängen. Verbrechen, Volltrottel. Okay. Ja. Unsere letzte Nacht in Away. Ah, das war wunderschön. Diese Szene war echt wunderschön. So, das ist Daniels Inventar. Er hat Sarahs Notiz mitgenommen. Ein Brief von Chris. Das ist leider kaputt. Er hat den Biber nach. Okay. Und dann wird noch irgendwas toll. Sie haben einen Haufen Geld jetzt mittlerweile. Also das sollte uns was helfen. Jacobs Brief haben wir dabei. Und Cassidys Brief haben wir auch dabei. Wunderbar. Super. Das heißt, wir haben eine Telefonnummer. Wir haben Walkie-Talkie. Wir haben aber kein Handy oder irgend sowas. Na gut, brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Okay. Gut, ich würde sagen, verlassen wir Away. Und wir sind jetzt Away. Entschuldigung. Ich klicke jetzt. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Yeah. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to, and I know. Come here. Mom, I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Well, Sean, this is it. Karen nicht umarmen? Natürlich umarmen wir sie. Was ist das für eine Frage? Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. Natürlich. Was ist das überhaupt für eine Frage? Let's hit the road. Take care, boys. Stay safe. This hurts. Bye, everybody. Problem ist halt, die Mutter hat uns mitgeholfen. Das heißt, sie würde auch nicht sorgerecht für einen Jungen bekommen. Das heißt, wir können uns nicht mal stellen und wüssten, dass Daniel sicher ist. Weil die Mutter jetzt auch gesucht wird. Ist doof. Hey. Is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. How long can we live there?
Das will ich nicht sagen. How do you think we can live here? No more running, and I know. So, what are we gonna do for money and stuff? I get a job, man. It won't be hard. You can probably go to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? I'll teach you, man. You think so? That's cool. You fit in everywhere we go. And we'll get to hang out too. Well, that sounds okay. I guess. Daniel, I get scared too, you know? But we'll be fine. Okay. I trust you. Klingt nicht überzeugend. Ich dachte gerade, das ist die Grenze. Nein, das sind einfach nur Strommasten. Ganz schön viel Vertrauen gerade, dass man das machen kann mit ihm. Das gefällt mir ganz und gar nicht gerade irgendwie. That looks so big. Warum führt diese Straße gegen eine Wand? Ohne Durchgang. Ohne alles. Except it won't keep us in. Mom, why? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. I hope so. Why can't they just leave us alone? They're going to. Once we're over that fucking wall. This should last until Puerto Lobos. Unless our car breaks down. Müssen wir das Auto mitnehmen? Okay, also wir müssen das Auto über die Mauer kriegen. Yeah. Why would they build this? Well, you know, it's a border, man. Is there a wall like this up north? Nah, not really. So, why did they build one here? I don't know, Daniel. That sucks. Ich werde jetzt mal nicht zu politisch, aber
Okay, so. Können wir. Nee, wir können gar nichts mehr. Wir konnten uns die Lebensmittel angucken und das war alles. Is Dad's house in Mexico going to be totally trash or what? I'm sure it is. Ich weiß gar nicht, wo wir hier überall noch hin können, theoretisch. That's a good project for us, right? I know. It's gonna be super easy with my power. Ich will ganz kurz nach da hingucken, bevor wir jetzt den klaren Weg zur Mauer gehen, weil hier hinten ist nämlich irgendwas anderes noch. Was ist das? Ein Stein. Hast du das gerade gehört? This is the opposite of Seattle. Das war doch ein Jaulen oder sowas. We're at the end of America. Stein. Wow. People really just leave stuff for the immigrants? Ich nehme mal den Stein mit. I hope I can pay this forward. Neues Souvenir. Knochen des okay, Wassertank. That water must be 100 degrees. But it's way better than 100 degrees ist in 40. Steht unten im Deutschen. Interessant. Okay, also die können wir aber nicht mitnehmen. Aber das war was, was ich mir jetzt gerade angucken, weil ich habe das nämlich gesehen, dass hier irgendwas Blaues ist. Okay, aber ich glaube, hier können wir nicht unbedingt viel mehr machen. Das ist Wüste. Ich... Gott, diese Büsche. Ich lauf mal... Die Mauer. The Great Wall of China in Amerika. Shit. I didn't think there'd be more than a barbed wire fence out here. Zerstören lassen. Wisst ihr, was mein Gedanke ursprünglich war? Jetzt mal, um ehrlich zu sein. Ich dachte, Daniel hebt das Auto hoch. Hebt das Auto da drüber. Auf die andere Seite. Oder hebt die Mauer hoch. Wir fahren drunter durch. Oder Daniel hebt uns alle da drüber. Aber ich habe nicht gedacht, dass wir das jetzt so kaputt machen müssen. Kapaut. So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it. Kann auch kurz eine Pause machen, theoretisch. You're right, Tuprov? Almost. It's okay. It's okay. Just breathe. Shh. Breathe. Respect. We did it! We fucked that shit up. Yes! It's all thanks to you. It's gonna be all right now. We've done the hardest part. Thanks for taking me down here, Sean. Nah. We did it together, man. Come on. Let's go back to the car. Oh, man.
I cannot wait to go swimming in the ocean. So, aber... So, machen wir mal so. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen bisher. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt eigentlich ja, sind wir jetzt, warte, wie viele Episoden habe ich jetzt aufgenommen? 4, 5? Noch, ich schätze mal, maximal 2 Folgen, wenn ich mir das so überlege. So von den anderen Folgenlängen. Also von den anderen Episoden. So 2 bis 3 Folgen wären es noch. Ich bin gespannt. Jetzt wird's heftig. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir weiter mit Life is Strange 2. Und dann geht's nach Mexiko. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und es nimmt jetzt Fahrt auf und das finde ich sehr schön. Sie haben extrem schöne Momente schon in dieser Episode gehabt und ich hoffe, sie bringen das wirklich zu einem schönen Abschluss. Ich hoffe es wirklich. Aber genug jetzt. Wir haben schon maßlos überzogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.